Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sniper Ghost Warrior 2. Schlechtes Karma. Ja, wen das wohl treffen wird, wir sind immer noch in Tibet. Racer, aufpassen! Wir schicken ein anderes Team, das hier am Zielort treffen wird. Racer 3-2, hier ist Gamble 2-1. Die Taskforce ist auf dem Weg zum gemeinsamen Treffpunkt am Übergabeort. Wir könnten wirklich etwas taktische Unterstützung von euch Jungs gebrauchen, wenn wir mehr genug Leute aufmischen. Verstanden? Geht klar, Gamble 2-1. Freuen uns schon drauf. Sind nur gerade etwas beschäftigt. Melden uns, wenn wir da sind. Alles klar, let's go. Deal vermasseln, vermutetes Überraschungsmoment. Bin ich der Einzige, der hier ein verdammtes Déjà-vu-Erlebnis hat? Du sagst es, aber wir müssen das Ganze in den Griff kriegen. Zumindest für Keller und seine Jungs. Das ist wohl der Moment, wo ich Hurra schreien sollte. Also wieder besseres Wissen. Hurra, Bruder! Na dann. Moment. Kontakt oben auf dem Tempel, siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Ne, die Kugel nicht gesehen. Okay, lass uns weiter. Da kommt jemand schnell hinter die Säule. Der Rechte gehört dir. استمر في هيامك وأحلامك إلى أن تستقر والمحافظ الأمريكية في بطنك ليروني ما عندهم سبق وأن تلقيت رصاصة الناس العادوا يشتبك أوكي wir rücken vor يوب alles klar geht's wir stürmen auf dein Zeichen hin wir warten auf dich Cole. Keine Ahnung, wie es am Tempel aussieht. Bleib ruhig. Sieht übel aus. Verdammt. Wir müssen so viele wie möglich mit einem Schuss ausschalten. Check mal, ob man bei einem eine Granate offen sieht. Ja. Gute Arbeit. Greif die Letzten an. Schöner Zug. Weiter geht's. Ja. Also so eine Granate ist, glaube ich, schwieriger zu treffen als so ein... Oh shit, Heli. Unser Massenvernichtungswaffen-Fanatiker ist hinzugekommen. Der Wind wird den Piloten eine Weile beschäftigen, aber wir müssen dranbleiben. Lass uns mal schauen. Im Turm auf 1 Uhr sind 2 Scharfschützen. Leg sie separat um, wenn sie sich trennen. Das muss ruckzuck gehen. Schalt den zweiten Kerl aus, bevor er sich der Leiche nähert. Scheiße, Erdgeschoss. Soldat nähert sich dem Turmeingang. Er darf ihn nicht erreichen. Ziel rechte Seite. Patrouille nähert sich dem Platz. Erstmal nichts machen. المهم
أعود وأقول طالما أنهم يتقاتلون فالفرصة قائمة لجني المكان. هل عملت في الهند أو باكستان من قبل؟ أنا؟ لا، كنت في تاجيكستان قبل قدومي إلى هنا. Sie verteilen sich. Mach dich bereit. أظن أنها مثل غيرها. Beginn mit dem, der dort rumhängt. Er ist tot. Und jetzt den zweiten. Einer hat sich von der Gruppe in der Mitte gelöst. Zeit, ihn zu töten. Nicht schießen. Abwarten. Ausschalten. Drei Soldaten links vom Schrein. Die Zeit drängt. Versuch einen Doppeltreffer. Ich nehme den linken. Gut gemacht, wir hauen jetzt ab, los. Hui. Da hat jeder Schuss gesessen, ey. Das muss man ja mal sagen, ne? Schüsse, geht in Deckung. Scharfschützen dort oben, an der Tempelmauer. Willst du dich verarschen? Den hatte ich da wohl die ganze Zeit schon. Durchs Gebüsch durch. Alter, von unten. Der hat meine Quote zerstört, ey. Gamble, wir stecken hier unten am südlichen Haupteingang des Tempels fest. Wir sind bald dort. Bestätigt. Warnung. Wenn du nicht pünktlich kommst, haben wir grünes Licht von Uniformen, dass wir angreifen können, wenn es nötig ist. Aber wir heißen deine Himmelskräfte willkommen. Ihr braucht noch nicht zu beten, Jungs. Ich garantiere euch, dass die Kerle mit Feuerregen von oben bestraft werden. Verstanden, Razor. Sauber. Wir gehen vorsichtig rein. Sei auf der Hut. Auf Zehenspitzen. Ziel geradeaus um die Ecke. Überlass ihn mir. Fahrzeug, versteck dich. Es fährt wohl vorbei. Lass es. Feind, geradeaus. Alles frei, auf geht's. Hinter dem Fahrzeug, ja? Jo. Ein Feind ist weg. Warte, bis der Schütze im toten Winkel ist und dann schnapp ihn dir. Jetzt der mit dem MG. So. Easy alle bisher. Keine Munition. Danke. Oh, eine Glocke. Ja, die brauchen wir dieses Mal ja nicht. Ich glaube, wir gehen hoch. Glaubst du? Zum Glück greift da nicht jede Sprosse einzeln. Schnell, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, Munition, Junge. Ich muss da auch gleich viele töten können. Am liebsten den Heli so auf diesen Torpedokopf oder Raketen, die er dran hat, und einmal Riesenexplosion, alle weg. Das wäre nice. Zur Hölle. Marinovs Scharfschütze. Ich glaube. Nein. Was ist es? Ich glaube, es ist Maddox.
Ich dachte, ich hätte ihn erledigt. Erschieß ihn, sonst entkommt er! Halt ihn los! Hinter euch! Geschoss nähert sich! Das Cockpit ist beschädigt. Schieß da durch. Schieß durch das Cockpit. Jetzt. Jetzt kriegst du deine gerechte Strafe. Nein, es ist noch nicht vorbei. Oh, das ging jetzt schnell mit schlechtes Karma, die Mission. Und nichts vermasseln, natürlich. Es ist Maddox. Er lebt. Das ist Blödsinn, Agent. Reißen Sie sich zusammen. Ich glaube es selbst kaum, Sir, aber es ist wahr. Er muss derjenige gewesen sein, der uns da am Hotel auf den Philippinen erwischt hat. Verdammt, bei diesem Einsatz geht alles schief. Okay. Satellitendaten zeigen die Wärmesignatur der Biowaffe an Bord des Helikopters, der 2 Kilometer östlich von ihrer Position gelandet ist. Sie sichern und halten bis zur Exit. Gelandet und abgestürzt. Ja, wir wissen, was wir dann tun müssen. Muss ich da so einen 2-Kilometer-Schuss abliefern oder was? In einem Gebiet wie diesem hat Maddox massiv Deckung und eine sehr gute Sicht. Pass auf dich auf. Also ich gegen Maddox. Okay, lass uns abhauen. Wir sitzen hier auf einer Zeitbombe. Wortwörtlich. Ich gehe zuerst. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Maddox am Leben ist. Es ist genau wie bei dieser verdammten Sarajevo-Sache. Tja, nur dieses Mal gibt es keine Aktentaschen voller 100-Dollar-Scheine. Er macht das nicht wegen der Kohle. Zumindest nicht mehr, seit ich ihm eine Kugel durch den Körper gejagt habe. Er will Revanche. Hohe Aktivität bei der Brücke dort. Tja, da müssen wir rüber. Ich feuere auf dein Zeichen. Guter Schuss. Und du hast daneben geschossen. Erledigt. Folge mir. Bereich ist sicher. Los, los, los! Und jetzt geraten wir unter Beschuss. Du bist genau in meinem Fadenkreuz. Oh. Bleib unten und folg mir. Dafür, dass ich in dein Fadenkreuz war, hast du ganz schön schlecht geschossen, Alter. Du willst den Job zu Ende bringen, stimmt's, Partner? Tja, du hast erst mal versagt und dieses Mal wird es nicht anders laufen. Carl Maddox, hat dich der Geruch von frischen Scheinen von den Toten aufgeweckt? In dieser Welt musst du dich um dich selbst kümmern, sonst bist du tot. Wie schaltet er sich auf unseren Funk? Würde nicht oder könnte nicht. Sieht nicht so aus, als ob dich dein Zielen verbessert hat. Versuch mal dein Gewehr zu halten und nicht deinen Schwanz. Große Schuhe für einen 5-Jährigen. Du bist immer noch ein Kampf unter der Leine von Uncle Sam. Aber bellende Hunde weiß ich nicht. Erinnerst du dich an dein Kommandoteam auf den Philippinen? Keller und Gomez, oder? Ja, genau. Ich hab's über Funk gehört, als sie nach Hilfe schrien, während ich alle nacheinander verwundet habe. Arschloch. Dieses Mal werde ich den Job beenden. Ich glaube nicht, dass du über
kommst. Oh. Scheiße, vor uns ist viel offenes Gebiet. Er wird uns mit Sicherheit erwischen. Rauchgranate, macht euch bereit! Okay, Bewegung. Du machst es mir leicht, dir zu folgen. Ich kapier, dass du eine Rechnung begleichen willst, aber eine Biowaffe. Überleg mal, wie viele sterben. So geldgierig kannst du doch nicht sein. Du raffst einfach gar nichts. Sobald du hier mit einer Kugel im Bauch in diesem gottverlassenen Müllplatz liegst. Da sind mehrere bei dem Streifen, höchstwahrscheinlich Scharfschützen in den Hütten auf 12 Uhr. Es sind zu viele für einen Frontalangriff. Wir brauchen eine Ablenkung. Wenn wir den Benzinkanister in die Luft jagen, bricht ein Feuer aus. Genauso berissen, wie ich diesen Wichser kenne. Na komm schon. Schön leise sein. Ja. Ich hab das Gefühl, mein Spotter wird noch erledigt und ich töte dann Maddox. Oder wir überleben beide, was ziemlich nice wäre. Fuck. Okay, Bewegung. Mann. Hierher, los. Da habe ich gespottet, bevor mir der Spotter es gesagt hat. Teilen wir uns auf, dann machen wir Maddox doppelten Ärger. Ich den linken, du den rechten. Arschloch, hast du die Eier, den Abzug zu drücken? Wie du willst. Seh dich auf der anderen Seite, Cole M. Nicht, wenn ich dich zuerst... Guter Schussplatz, wo ist nur eine Meile da... Heilige Scheiße. Danke. Neben. Du kannst mir den Gefallen jetzt zurückzahlen. Die haben mich gesehen, ich stecke fest. Bin unterwegs. Hierher, los! Oh, lief doch ganz gut bisher. So. Hi. Wir müssen ihn einkreisen. Los! Vorsicht! Er ist in diesem Turm. Ich sehe da einige Fässer. Es ist Zeit für Vergeltung, Cole. Maddox hat das Feuer eingestellt. Er muss seine Position wechseln. Unsere Chance. Wir gehen hoch. Na, runter wäre auch schlecht, ne? Vorsicht, Scharfschütze-Turm auf 11 Uhr. Zweiter Kerl auf 10 Uhr. Auf 1 Uhr ist der nächste. Zwei Männer links, erwisch beide. Okay, mir nach. Das nenne ich gute Spotterarbeit und gute Scharfschützenarbeit. Das ist gutes Teamwork.
So weit wie möglich nach vorne gehen. Wir sehen Maddox nicht, aber im Hof sind Mörsertrupps positioniert. Wir kennen das ja. Wir müssen zuallererst die Minenwerfer ausschalten. Erstes Mörserteam, Entfernung 550 Meter. Bereit. Das zweite Mörserteam ist rechts von der Statue. Schalt die Minenwerfer aus! Bin dabei. Bam. Bam. Wir sitzen fest, solange der Minenwerfer beschoss. Alle Mörser ausgeschaltet. Oh, Scheiße, was jetzt? Er schickt Scharfschützen rein. Hab ich selbst ausgebildet, so wie du das mit mir gemacht hast. So spielt das Schicksal. Ich frag mich, wie es dir ergehen wird. Auf 12 Uhr, 700 Meter. Oh. Zwischen den Felsen, 670 Meter. Linker Turm, fast 1000 Meter. Nun, das war eine Scheißshow. Ich hab genug. Wird Zeit, dass der Spaß beginnt, Anderson. Du redest zu viel. Erzfeind. Habe ich gerade als Erfolg gekriegt. Durch sein Scope, ey. Es hätte nicht so weit kommen sollen. Uniform. Razor 3-2. Maddox ist tot. Endgültig. Wir rücken zum Paket vor. Razor, ja, diesmal mit einem Kopfschuss. Status ist beschissen. Verstanden. Sehr gut gemacht, Captain. Aber Sie sind trotzdem ein Arschloch. Gleichfalls. Was ist das? Liegt am schlechten Umgang. Sowas mache ich nie wieder. Wartet zu Hause irgendjemand auf dich? Mein Gewehr ist mein bester Freund. Es ist mein Leben. Das ist auch eine Art von Antwort, würde ich mal behaupten. Ja, damit würde ich sagen, war es das von Sniper Ghost Warrior 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da, kommentiert, was euch gefallen oder was euch auch nicht gefallen hat. Ansonsten abonniert den Kanal, damit ihr mich supporten könnt, und abonniert die Glocke, damit ihr demnächst nichts mehr verpasst, weil ich werde auf jeden Fall noch Teil 3 und Contracts spielen. Bis dann, haut rein.